Jo, liebe Leute, willkommen zurück bei Assassin's Creed 3. Wir waren gerade auf Jagd und sind jetzt zurück in unserem Dorf. Und werden erstmal gucken, was da hinten noch zu palabern gibt. Das ist ein Diebstahl. Ich bin in der Nähe einer anderen Person, Alter. Au! Kleine Kinder bestätigen. Ein denkwürdiges Erlebnis. Start der Mission. Mal gucken, was jetzt passiert. Willkommen, Wächter. Bist du ein Geist? Betrachte mich als einen solchen. Wo bin ich? Du bist, wo du vorher warst. Wenn du fragen willst, was du im Moment siehst, wir nennen es den Knoten. Von hier werden Wahrscheinlichkeiten berechnet, auf dass der richtige Pfad gewählt wird. Welcher Pfad? Der Deine. Mega specialig, Junge. Das heißt, wir sind im Knoten mit Desmond. So, mega geil. Ja, ich habe keine Ahnung, was der Knoten macht und so, aber ist geil, Mann. Wir sind im Knoten. Das heißt, wir können unseren Vater endlich mal antworten. Hui. Hä? Folge mir. Was hast du mit mir gemacht? Eine Form gewählt, die deiner Kultur entspricht. Sie erleichtert uns die Navigation. What the fuck? Ich dachte, ich soll mit nichts kollidieren, ihr Lappen. Wir haben Jahrtausende auf deine Ankunft gewartet. Du, wie du ihnen das letzte Stück bringst, auf das er die Tür öffne. Das verstehe ich nicht. Brauchst du nicht. Meine Worte verursachen Schmerz. Doch das war nicht meine Absicht. Bam! Du bist wichtig, Kim.
viel wichtiger, als du je wissen wirst. Im Geheimen bereiten sich Mächte darauf vor, das Land unter ihre Kontrolle zu bringen. Wenn das geschieht, wird das Heiligtum verletzt. Alter, ist ja wie Star Wars hier, Podrace fahren oder sowas, Alter. Junge! Was geht denn? Aber geil gemacht, muss ich echt sagen, ja. Du bist aus einem besonderen Stammbaum. Früher, heute, in Zukunft. Viele sind mit dir verbunden. Viele, die die Welt veränderten, die sie verändern werden. Und das sollst auch du. Boom! Damit haben wir das optionale Missionsziel verfehlt. Wenn du von deiner Pflicht erfährst, du musst das Heiligtum vor denen schützen, die unser Werk vernichten wollen. Welches Heiligtum? Welches Werk? Bleibst du auf deinem Weg, kommt es zu einem schlechten Ausgang. Vorzeitiger Zugriff wird die Region destabilisieren. Dein Dorf und seine Bewohner werden zerstört. Was soll ich also tun? Das erfährst du von einem Mann, der dich weiter ausbilden wird. Suche dieses Symbol. Zweifellos hast du viele Fragen. Die Zeit beantwortet sie. Zunächst musst du folgen. Führen bist du schwer. Alles klar. Das heißt dann wohl, Sohnemann geht zu den Assassinen, ne? Und kämpft dann erstmal gegen die Templars. Ja, bla bla, Fortschritt ansehen, mir egal. Tschüss. So, damit wären wir wieder bei Desmond, ne? Das heißt, wir haben hier nicht nur bei Desmond und seinem Vater eine schwere Vater-Sohn-Beziehung, sondern die werden wir bald auch im Animus haben. Das ist witzig. Hallo? Hallo? Radun Hagerdun, got noe, got noe nisat gotun, tiga gari wireunitstun. Radun heads wagging at dun. What guard of the room with Banja Dutka? I have not done herself or near the Akanda. The tune tiger no way. Easy not Gahanda the tunis. Gari was Sivaka there yonder. And who is it the only? Are the hajjas is a deadly bone reason, ne dosa seriwayena. You go our haratstone, Ayede Wadunjanuna. Next ye da sherry de neat knees. They ought to den you haja on Hunjage than Oya. Taondo ayun gua da sehtun hage. Yaka a tagit skoda ge dano aga der hara dene ayude wat wan dat me. Wat gun ya to dari sigi o wadu era a sehte. Oh nu jera di desa deri hua denyani. Aze gun ya tak gweni da guri hua deni. Yaha sa giga. A se tari jina hoda ze saksi tkara kune gosh. Tonu e dagat gahtone gari huayeru nitsto. Ne egi garun gwera hawi o hiasnena di niyo zizat ni staha wa shago snena. Yawa. Seri asadoga, nekzi gets hani sudzi ezo zar hare. Was se zakane gari huayro nitsu, sa taha tsari. You nice, ne? Das Witzige ist nur,
Ich habe so das Gefühl, der Mann, der damals der Mutter geholfen hat, ist Haytham und Haytham ist ein Templer. Und das Zeichen mit den Assassinen sind die Assassinen. Und die haben Streit. So, dann gucken wir doch mal. Wir haben gerade eine schöne Trophäe bekommen. Und jetzt haben wir wieder unseren Bogen dabei. So muss er, ne, so muss er, ja, ja. Fortzugehen war schwerer als erwartet. Ich dachte, die Reise würde mich irgendwie mit Stolz erfüllen, weil ich etwas erreicht hatte. Doch was immer mich von zu Hause fortgetrieben hatte, verblasste, machte Platz für Fragen und eine Menge Zweifel. War ich zu voreilig? War das alles ein Fehler? Die anderen Dorfbewohner, sie dachten, ich wollte das alles. Ich hätte es selbst gewählt. Doch ich selbst hatte nie so gedacht. Nein, es war nicht mein Wunsch. Es war vielmehr meine Pflicht. Denn wenn nicht ich, wer dann? Lalalala. Wow! 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 Alter! Hui! Na, holt mal einen Puma, das gibt bestimmt auch nicht Kohle. Alter, scheiße! Ey, voll reingelaufen! Verdammter Mist! Ich wollte dann direkt hier hochspringen, aber dann hat er angegriffen. Da kann ich nichts mehr machen. Eine Trophäe? Was ist denn für eine Trophäe? Gut, dann gebe ich eine Trophäe. Springt immer so lustig. Oh, ich glaube, hier ist richtig. So, dann mal hier lang. Da runter? Ich glaube eher nicht. Ja, da hoch. Jetzt eigentlich endlich Wurfpfeile oder immer noch nicht? Nee, schade. Lalalala. So, da rennen wir hier einmal den Weg runter, gucken wir, wo wir rauskommen. Nee. Betreten des Jagdreviers Johnstown, das hört sich schon so britisch an. Ich würde sagen, wir sind bald da. So, und den rennen wir jetzt hier erstmal schön weiter hin. Da geht's runter. So, lieber schön stückchenweise. Ist hier ein Lagerfeuer gewesen? Irgendwo ein Schatz, eine Muskete. Oh, die nehme ich schon mal mit, ne? Baller ich ein paar Leute um, ne? So wie das geht. Ist da runter? Muss mal kurz niesen, Moment. Okay. Weiß nicht, kann ich da überhaupt runter oder verreck ich da? Gute Frage. Ich würde mal sagen, oder hinten raus. Nee, komm. Ja, was machen wir? Was machen wir? Dann komme ich auch da oben rum. Mir egal. La 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 la.
Und hier rüber und da rüber und auch nicht runter. Nicht runter, da lang. So, dann laufen wir hier außen rum und auch hier lang, hier lang, hier lang und nicht töten lassen. Hallo. Alles senkrecht, Amigo. Wie geht's denn so? Oh, und jetzt? Muss ich aber runter, oder? Kann ich da oben lang? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Difficult question. Also auf der Höhe ist ja mein Ziel offensichtlich. Das heißt, ich schätze mal, ich muss da hinten hin, aber wahrscheinlich muss ich dafür erstmal da runter. Ja, dann springe ich doch mal da hinten runter. Da von diesem vorstehenden Baum da. Der sieht so aus, als wäre der so zum Runterspringen gemacht. Einfach mal gucken, was passiert, ja. Schauen. Uhuhuhu. So flach wie das Wasser ist, hätte der sich ja, glaube ich, ganz ordentlich den Kopf gestoßen. So, dann krauen wir einmal rüber. Hier schön Freistil, ja. Ohne zu atmen. Oder? Atmet er? Ah ja, zwei Atmung links, ja, sehr schön, sehr stilvoll. Na, links kann ich mal nicht atmen, das kriege ich mal nicht hin. Also, ich bin selber sehr lange geschwommen. Auch nach links atmen geht einfach nicht. Keine Ahnung warum, aber ist nicht. Ist einfach nicht. Ich habe das Gefühl, ich muss hier hoch. So, und dann hier hoch, ne, und dann da hoch und so, und jetzt hier und dann da und jetzt hier. Muss wahrscheinlich wieder aus dem Grenzland raus und dann hat. Oh, was bist du denn da für einer? Verdammt daneben. Steck weg deine Waffe. Der nicht hoch? Zu so einem blöder Mongo, der nicht hochklettern kann? Okay, da können die auch nicht hochklettern. Möp, 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 möp. Nö, da auch nicht. Ah, vielleicht muss er gar nicht hochklettern. Nee, muss ich offenbar nicht. Geh mir aus dem Weg! Ihm nach! What the fuck? Ich glaube, er mal hinterher. Nach Devonport. Ja, akzeptieren. Wir gehen nach Devonport, wie es aussieht, ja. Sieht so aus, ne, dass wir nach Devonport gehen, ne? Und dann schauen wir doch mal, ne? Nom, 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 nom. Schneller! Rumspacken. Hui! Bing! Devonport Siedlung. Bring! Mission accomplished. Ist da wieder so ein Killersprung? Nach unten ins eiskalte Wasser. Und hier ist ein Heuhaufen. Dann geht's ja. Blub. Ja, blub, genau, weil ich jetzt heute einen Heuhaufen gesprungen bin. Macht blub. Genau so sieht's aus. Hier irgendwo nach oben. Da hinten. Oder auch nicht. Nee, eher nicht. Nee, da komme ich auch nicht hoch. Hier komme ich hoch. Wunderbar. So, rennen wir hier einmal. Oh, ich finde diese Bewegungsmuster, das finde ich so geil, ja, wie die das gemacht haben. Bei Assassin's Creed 2 war das an für sich auch ganz nice. Aber die haben das hier ja echt perfektioniert, ey. Muss man echt sagen, das haben die echt ziemlich geil gemacht. Na egal. Ab nach unten, laufen wir so. Auch nicht so wild.
Aber ich muss echt sagen, ja, das Kletter- und hier Baum-zu-Baum-Jump-System, das haben die echt mega geil verbessert. Das ist einfach nur der Hammer. Hallo? Hallo! Hallo? Du musst einer von diesen Wilden sein, vom Stamm der. Irokesen, genau, ich bin vom Stamm der Irokesen. Boah, dass man das laufen muss, ey. Kann ich nicht reiten? Pferdepfeife hat auf jeden Fall nicht dabei. Aber gut zu Fuß, der Junge, ja. Muss man sagen, muss man ihm echt lassen. Schnelles Kerlchen. Läuft schneller, also läuft länger, so schneller als ein Pferd. Und was heißt der Kreis daneben? Was ist der Kreis? Kreis. Ist der hier? Wo ist der? Ist der oben drauf? Was das für ein Kreis ist? Hoch, los! Schneller! Was ist das für ein verdammter Kreis? Mal in die Legende gucken. Ach, Herrenhaus. Na, ganz toll. Möp. Bumm. So, dann gehen wir mal hier rein, ne? Ein rüpelhafter Mann. Mission starten. Klopf, klopf, klopf. Bin zu Hause. Wahrscheinlich muss ich jetzt durch den Balkon reinklettern oder so. Was? Ich dachte, du könntest mich ausbilden. Nein. Oh, so geht das, ne? Verschwinde! Ich werde nicht gehen. Ja, ich sag ja, Balkon, ne? Oder Kamin oder so. Oh ja, wir könnten durch den Kamin, wie Weihnachtsmann-Style und so. Weihnachtsmann-Style, wäre witzig. Aber jetzt fängt an zu regnen, das heißt, wir gehen da hinten in die Scheune und chillen da. Achilles Davenport. Ich muss ein Lager aufschlagen. Licht aus. Traumhaftes Wetter, ja. Das Ganze in Schnee, so sah es vor 2 Tagen etwa in Hamburg aus, ja. Jetzt ist hier alles weiß. Ist ganz geil eigentlich. Es fällt mir jetzt erst auf, hatte der eigentlich die ganze Zeit die Rolle, während er gelaufen ist? Während seiner Reise. Der die sich irgendwie... Keine Ahnung. Das sag ich jetzt nicht. Das sag ich jetzt nicht. So, klopfen wir nochmal an die Tür. Jetzt ist mein Morgens, da kann man nochmal an die Tür klopfen. Macht uns eh wieder keiner auf. Los! Vielleicht gibt es einen anderen Eingang. Hintertür! Bitte, ich möchte nur einen Moment deiner Zeit. Verzeih mir, wenn ich undeutlich war oder dich mit meinen Worten verwirrt haben sollte. Ich wollte dich nicht in die Irre führen. Also lass mich das klarstellen. Hau ab von meinem Land! Ich komme hoch! Zutritt über den Balkon verschaffen. Ja, das ist doch einfach. Das ist so easy going hier. Das machen wir doch täglich fast. Ah, hier so und zack und zack und zack und zack. An die Hauskante, Dachkante meine ich. Regenrinne.
Ja, heutzutage. Boah, du Lappen. Nerv mir so. Hep. Hallo. Ich bin zu Hause. So, hör mir doch zu. Wovor hast du solche Angst? Angst? Du glaubst, ich hätte Angst? Vielleicht gar vor einem Hosenscheißer wie dir? Oh, du träumst vielleicht, ein Held zu sein. Ein stolzer Ritter, der die Welt retten will. Aber mach so weiter und du wirst nur eine Sache finden, den Tod. Die Welt hat sich entwickelt, Junge. Solltest du auch... Ah, geiler Spruch. Ich werde nicht gehen, hast du mich gehört? Ich werde niemals gehen. Warte nur, alter Mann. Warte nur, alter Mann. Schon wieder Tag vorbei, oder was? La, 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 la. So einfach wirst du mich nicht loswerden. So, wieder ab in die Ställe offenbar, ne? Ich könnte mir das Pferd klauen. Kann ich eigentlich reiten? Lass mich ausprobieren. Du wirst mein Lehrer. Du musst einfach. So rumklettern hier. So. Er ist ein Tattergreis. Das wird einfach. Das hast du schon mal gesagt. Und dann war mein Pferd tot. Und ich hatte ein Pfeilchen. Wer seid ihr? Das geht dich einen feuchten Dreck an, kleine Missgeburt. Hau ab, bevor was Schlimmes passiert. Nein. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Wuhu, Schlägerei. Knack. Boom! Das Messer verschwunden, als du konntest. Boom, Chakalaka! Alter, voll der Killer, ey! Bart, Junge! Ein Regentanz hilft dir auch nicht mehr. Na, hör wir nochmal. Bams, Junge. Und das ohne einen aufs Maul zu kriegen. Warum seid ihr hier? Was habt ihr vor? Du fragst besser den Boss. Wow, der Typ ist groß. Du arbeitest also für den Alten, stimmt das? Vielleicht bringt dich das zum Reden. Oh. Nice. Vielen Dank. Räum hier auf. Und dann sollten wir reden. Sehr geil, ey. Mit seinem Krückstock und dem Messer raus und metzelt alle nieder, ey. Wie geil. Aber geiler Typ, ey. Voll der nice, voll der geile Opa, ja. Ziemlich nice. So, bevor ich jetzt an diese Tür klopfen werde, machen wir einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und dann schnacken wir eine Runde mit dem geilen Mega-Opa. Ja. Hau da rein, bis denn, tschüss.